Hallo Leute, Super Mario Luffy hier und heute melde ich mich zurück mit dem neuen Händler Reset Video, mit dem Level 40er Händler Reset. Und seid es gewohnt in der letzten Zeit, dass ich nur die besten Items vorgestellt habe. Ich werde aber jetzt zu Beginn des Level 40er Händler Resets wieder alle Items herzeigen, da viele Leute vor euch, viele Agenten, viele Attribute, Talente und auch Sachen noch suchen. Deswegen gibt es hier jetzt alle Items vom dieswöchigen Händler Reset vorgestellt von mir. Zu Beginn fangen wir mal an beim Händler Reset, der ist in Haven und in der Basis gleich. Hier gibt es eine globale Verwirrung, ein Named Sturmgewehr mit 15% Sturmgewehrschaden. Wenn ihr das zum Storm braucht, auf jeden Fall aufheben. Spitze des Speeres, hier Handschuhe, 10,7 Waffenschaden und Knieschoner von Asse und Achten, die sind leider nicht so gut, mittelmäßig mit Waffenschaden und Fertigkeiten Tempo. Das gleiche gilt für die Dilemma Knieschon, auch Fertigkeiten Tempo und Waffenschaden im mittelmäßigen Bereich. Eine SR1, Scharfschützengewehrschaden, natürlich oben hier unten eine Pistole, Pistolenschaden, Präzision. Overlord Weste haben wir hier, 11,2 Waffenschaden, Lebensenergie, Fertigkeiten Schaden und kinetischer Impuls als Talent. Die G36 hier ist nicht so schlecht. Sturmgewehrschaden, Lebensenergieschaden und Schaden gegen ungedeckte Ziele mit Optimist schon oben. Da könnt ihr noch eines rollen. Die Alp Summit Maske hier, Reparaturfertigkeiten, Fertigkeitenrang, Waffenhandling ist auch nicht so schlecht. Da könnt ihr das Waffenhandling dann umrollen für euren Taktiker. Gekoppelt Rucksack hier mit Kopfschussschaden, Waffenhandling und einem Fertigkeitenrang hier von Richter und Kaiser. Araldi Holdings Knieschoner mit Reparaturfertigkeiten, Fertigkeiten, Tempo und Waffenschaden. Und jetzt kommen wir mal zu den Mods. Da haben wir Reparaturfertigkeiten, Kennwerfer Heilung, falls ihr einen Heiler spielt, kritische Treffer, einen Angriffsmod und hier nochmal einen Wirkzeitmod. Dann schauen wir mal zu Roy Benitez, der ist auch im Haven. T821 gibt es hier mit nachtragend Schaden, Schaden durch kritische Treffer und Chance durch kritische Treffer. Leider die Rolls nicht so gut hier. Danach haben wir hier eine Waffe, die leider genervt wurde letzte Woche. Die Eve, die ist leider ja sehr runtergesetzt worden. Ich spiele sie seitdem nicht mehr. Der Roll hier ist leider auch nicht gut mit Wiederholung aus Talent. Vielleicht braucht ihr das Talent ja noch zum Storen. Sonst Stabilität hier noch auf der SIG mit Augenlos, kritischen Treffer, eine lila Pistole, flinke Hände, Pistolenschaden zahlt sich nicht aus. Douglas und Harding mit Einschüchterung, Waffenschaden, leider sind die Attribute hier nicht so gut, aber falls ihr eine Weste sucht, hier gibt es sie auf jeden Fall. Overlord Knieschoner haben wir hier noch, aber leider hier alles lila. Ich glaube, in die meisten von euch werden schon hier jetzt goldene Items haben. Dann durchgeführte Reparaturen, hier einen blauen Mod und hier haben wir noch ein paar lila Mods. Vielleicht braucht sie ja irgendwer, aber ich würde euch dann empfehlen, dass ihr schaut, dass ihr die goldenen Sachen bekommt. Dann nochmal Haven beim Wender, Karabiner 7 ist leider nicht so gut, ganz schlechte Werte. Da haben wir noch eine Stoner mit Erneuerung, falls ihr das Talent braucht, SASG mit Sadist, leider ist die auch nicht so gut, Rüstungsschaden oben, Schrotflintenschaden, beides leider nicht gut, Pistolenschaden und Rüstungsschaden hier auf der Pistole, Wiederholung als Talent. Danach haben wir noch einen Richter und Kaiser Rucksack. Richter und Kaiser ist der 1er Bonus nicht so schlecht, mit dass man mehr Heilung bekommt, der hat einen Fertigkeitenrang, Fertigkeiten Schaden, Schaden durch kritische Treffer. Blutsauger ist ein sehr gutes Talent, würde ich euch empfehlen, probiert es aus. Auf jeden Fall holt es euch, dass ihr es mal in der Bibliothek habt. Dann haben wir eine Aldi Holdings Holster, der ist leider auch nicht so gut. Dann haben wir noch einen Mod mit Chance auf Crit-Treffer. 3,2% ist leider auch unterer Wert hier. Fertigkeiten Dauer, noch einen Electronic Mod mit 7,3%. Und dann haben wir noch einen Schildmod. Ja, Deflektorschaden 3,7 ist auch nicht die Welt. Leider, die Woche bei den Mods schaut es nicht so gut aus. Einen ja, Drohnenstock-Mod noch und
noch einen lila Mod. Wie gesagt, falls ihr die Mods braucht, kaufen. Sonst wirklich schauen, dass ihr goldene Sachen bekommt. Dann geht es weiter hier im Weißen Haus. Da haben wir eine Aug. Leider auch schlecht mit Ranger oben. Ranger braucht man auf keinen Fall auf einem P416 mit Optimist, Lebensenergieschaden und Sturmgewehrschaden. Hier haben wir noch eine Pistole mit Nachtragend, leider wieder lila. Leider gibt es hier viele lila Sachen beim Händler Reset. Aber wie gesagt, vielleicht braucht ihr irgendwie ein Talent, so wie das Begleitertalent. Eins der stärksten Rucksacktalente. Wenn ihr da in der Nähe von einem Verbündeten oder einer Fertigkeit steht, dann bekommt ihr mehr Schaden. Also das würde ich euch auf jeden Fall raten. Hier haben wir eine Hanna Brust mit Schock als Talent. Fertigkeiten Tempo und Regeneration. Angriffsmod, Schaden durch kritische Treffer 9,3%. Extra Bomben für die Drohne. Dann haben wir noch Brandschaden hier. Und auch noch Sticky Bomb Schaden, Haftgranatenschaden mit 5,4%. Leider hat der Campus nichts für mich gehabt, keine Objekte verfügbar. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren helfen, was der Campushändler hat. Hat er was Gutes? Nicht. Bei mir leider nichts drinnen. Dann geht es weiter hier beim Theater. Eine SSG mit Wiederholung wieder, Schrotflintenschaden, Rüstungsschaden, wie immer bei den Schrotflinten. M&E mit strapaziert, Gewehrschaden, Schaden durch kritischen Treffer. Falls ihr ein Gewehr spielen wollt, da würde ich euch wirklich eben die M&E hier empfehlen. Falls ihr keine habt, die Lila tut es mal zum Anfang. Grupo, leider auch in Lila, sowie China Light. Knieschoner und Handschuhe haben wir da gehabt. Mit Fertigkeiten Tempo hier, den Knieschoner und Waffenhandling. Mod, Widerstand gegen Schock. Dann noch eine Heilung für die Suchermine. Reparatur im Holster für das Schild, dann eine Effektivitätsmod für das Glühwürmchen und hier mal noch einen Wirkzeitmod. Dann geht es weiter in der Dark Zone West. Da schauen wir mal, was wir hier für Sets haben. M870 mit Namen persönlich, das Talent für die Schrotflinten natürlich sehr gut. 1 Million Schaden macht die bei mir hier, dann haben wir noch ein Gewehr. Mit Erhaltung, Gewehrschaden, Schaden durch Crit und Schaden gegen ungedeckte Ziele. Schauen wir mal, was die Handschuhe hier können. Hardwired Handschuhe, falls ihr welche braucht für die Taktiker. Hier könnt ihr das zweite, einfach das Attribut hier umrollen. Die Lemmer Knieschoner gibt es auch noch mit Fertigkeiten, Tempo und Waffenschaden 7,3%. Overlord Handschuhe mit Waffenschaden, Gefahrenschutz. Das Golan Knieschoner, Fertigkeiten, Schaden. Statuseffekt und Rüstung, das kann man gut einbauen für das Golan-Set. Das hat hier eben Statuseffekt und ist ein bisschen auf Fertigkeiten schon aufgebaut. Dann haben wir noch Lebensenergie-Suchermine, Regeneration wieder für Schild, Schaden vom Glühwürmchen und dann haben wir da wieder eine für den Köder, eine Wirkzeit. Dann geht es weiter in der Dark Zone Süd. Da haben wir eine Vektor mit Nachtragend, leider wieder eine Lila-Vektor. Falls ihr keine habt, könnt ihr es ausprobieren, aber wie gesagt, Gold ist besser. Dann haben wir hier noch mit Glückstreffen eine Pistole, 11% Pistolenschaden ist nicht so schlecht. Dann kann man die 2% Feuerrate zu was Besseren austauschen. Glückstreffer ist auch sehr gut. Zweimal Patrioten haben wir jetzt, einmal den Rucksack mit Rüstung, Rüstungsregeneration. Und der Rucksack gibt euch dann mehr Effekte quasi für die blauen, weißen und roten Markierungen, was ihr habt. Und dann haben wir noch die Weste, also so könnt ihr dann den Patrioten hier auf jeden Fall voll machen. Der verringert den Cooldown, die Weste von den ganzen Fahnen mit Rüstung, wie man das hier, und Kopfschussschaden. Leider keine guten Rolls hier, aber wenn ihr mal den Patrioten testen wollt, hier habt ihr auf jeden Fall zwei Teile, es zahlt sich aus, der ist nicht so schlecht. Dann haben wir einen Rucksack mit Übertaktung von 5.11er, Alpsam mit Weste, kinetischer Impuls. Alp Summit sehr gut mit Fertigkeiten Schaden und einen Fertigkeiten Rang schoben. Da haben wir hier einen Kopfschusstreffer, eine Angriffsmod mit 4,3, ist leider nicht gut. Lebensenergie für die Drohne und hier haben wir noch Brandstärke dann fürs Geschütz und Fertigkeiten Tempo eben für die Haftgranate. Zu guter Letzt geht es jetzt in der Dark Zone East weiter. Da haben wir eine MG5 mit nahe persönlich, MG5 könnt ihr mal ausprobieren. Ist ziemlich gut geworden jetzt nach dem Patch. Eine Asse und 8. Maske
leider nur mit 7,1 Waffenschaden und Lebensenergie oben. Dann haben wir Ass und 8 der Holster, leider wieder mit schlechten Rolls hier, 4,8 nur Waffenschaden. Dann haben wir hier eine Maske von der Hammerset, Fertigkeiten Rang, Sprengsatzwiderstand. Wyvern wäre ja wieder nur lila, leider ein Holster, Schaden gegen Elite. Hier haben wir noch eine lila Mod mit Reparaturfertigkeiten, Brandstärke und Radius für den Drohnenstock-Mod, Dauer des Effekts für den Puls. Und hier haben wir noch Wirkzeit auch noch zum Schluss. Das war's jetzt von mir, der erste Handle-Set auf Level 40. Like, Follow und Share nicht vergessen. Ich hoffe, für euch war was dabei. Zumindest die 15% Waffenschaden oder der Parapatriot. Das war's von mir. Dann sage ich mal ciao, ciao. Haut rein.